Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben, diese Freunde hier aus Flöre. Es ist ein kleiner Ort hier, ne? Wir gucken uns mal um, aber ein Verkehr hier, unfassbar. Unfassbar. Ja, ich hatte ein schönes Wochenende hier bei und mit Irina. Ich hatte mich da hinten hingestellt, hier in so eine Seitenstraße. Und dann kam ein älterer Mann an und hatte mich angesprochen, bla blub, ich wollte eigentlich im LKW schlafen. Und ich habe jetzt hier ein kleines Gästezimmer bekommen. Irina ist seine Tochter, glücklich verheiratet, nicht, dass wieder Spekulationen entstehen. Und mit zwei wundervollen Kindern und einem tollen Mann. Und ja, ich hatte hier ein schönes Wochenende. Und bin ein bisschen kraxeln gegangen in die Berge, hier hinten auf diesem Berg, der eine halbe Müllkippe irgendwie ist, ihr seht das. Ja, da habe ich dann ein bisschen am Wochenende, das Grundstück gehört hier der Familie, auch noch ein bisschen geholfen mit dem kleinen Mini-Bagger da oben. Wisst ihr, ich habe auch selber einen. Und ja, da mal ein bisschen gearbeitet mit. Also war eigentlich alles gut, alles prima. Dafür habe ich dann auch nichts bezahlt für das kleine Fremdenzimmer. Und war ein schönes Wochenende. Wir haben es jetzt montags morgens, 7.20 Uhr. Irina, Dankeschön, thank you very much and I hope to see you and your wonderful family again. Bye bye. Ja, wir setzen uns mal wieder rein in unseren LKW oder in meinen LKW. Euch gehört er nicht. Ja, wir sind hier auf einer unkategorisierten Nebenstraße. Habe ich mir mal getraut, mich hier reinzustellen. Und ich hoffe, wir kommen hier wieder raus. Mal, nur unter uns Königskindern mal gesprochen. So. Automatik. Also Nummern haben wir getauscht. Durch WhatsApp ist man ja sich heutzutage auch nicht mehr ganz so fern. Macht die Augen zu, die Clipping-Fehler sehen wir nicht. Hauptsache wir stürzen hier nicht durch die Karte. So, wir müssen nach links. Ich lade Termin jetzt gleich. Bye bye. So, ich stelle mich mal ganz frech hier schon auf der Straße, weil sonst hast du null Chancen hier drüber. What the fuck hier? Was soll denn das hier? Ihr blöde KI-Penner, ey. Entschuldigung. Nee, ich entschuldige mich nicht dafür. Nein, 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 das haben sie verdient. Das sind ja emotionslos. Ach, hier ist ja genial gemacht mit dem alten Benz hier mit dem 190er. Würde ich jetzt sagen. Bist hinten drauf gefahren, jetzt hast du jetzt Bubu, ja? Man muss alle aufhalten, naja. Dann kann man es auch machen. Ja, ist ein Leer. Aber es ist schon eine, ich sag's mal so, nicht ganz so wohlhabende Region hier. Ach guck, ein Wohnmobil kann sich doch einer leisten. Ich glaube, das war auf den Eltern vor Transit aufgebaut. Also auch nicht das Allerneueste. Irgendwann tust du der KI ja mal weh. Ich habe doch Tagfahrlicht. Warum wird das nicht berücksichtigt? So, hier denke ich nicht. Hier, ne? Oh, Mefa, genau. Endlich, wir sind da. Euro Metal Fabric. Eigentlich eine coole. Eine recht coole. So, steigen wir kurz aus. Coole Abkürzung finde ich für einen Firmennamen. So würde ich es auch machen, so für OMEFA, Euro Metal Factory.
Ah, hier. Okay. Dann können wir direkt wieder rein springen. So, was haben wir denn hier Schönes? Also einen Auftrag habe ich mir natürlich schon vorreserviert. Ja, wir bringen nach Sofia in Bulgarien. Sofia würde ich sagen. Ein paar Fensterchen hin, 5 Tonnen, also leichte Fracht. Er sagt mir jetzt hier 12 Stunden, 2 Tage brauche ich, ne? 2,5, ja, knapp. Oder ist Quatsch, 2,5, Blödsinn. 1 1/3, ja, Diesel. Ja, nehmen wir auf jeden Fall an. So, das grüne Fähnchen ist da hinten. Ne, wir bleiben noch mal kurz stehen hier. Und gucken uns erstmal an. Wie das hier überhaupt ausschaut. Wie wir hier fahren müssen. Ohne dass wir jetzt hier irgendwie halbgar durchfahren. Also hier ist nicht. Hier, das wäre da geil, mit Etcher, so ein Etcher-Auflieger, drunter zu fahren und sich über den Deckenkran die Profile reinheben zu lassen. Das wäre richtig cool. Okay. Also wir sollen in die wirklich absurdeste Parkposition zum Beladen. Dann, wenn die das so wollen hier, dann machen wir das halt auch. Platz haben wir genug. Sieht er nicht schick aus? So, huh? Ich mag ihn. Ich mag ihn. Egal, ob ihr MAN-Fans seid oder nicht. Ist mir persönlich ziemlich egal. Ich weiß, alle wollen Scania sehen oder die meisten. Das ist nicht richtig. Da habe ich jetzt gerade ein bisschen schnell abgeurteilt, aber viele halt Scania V8. Kann ich mir einfach nicht leisten. Punkt. Hätte ich gerne. Neidlos, muss ich neidlos zugestehen, hätte ich gern. Geht aber nicht. So, dann los. Los geht's, los. So, wartet mal jetzt hier. Okay. Ah. Dann muss ich noch mal ein bisschen hier. Wir laden erstmal auf. Dann muss ich noch mal kurz gucken, wie ich es mache, weil ich will mal hier das Hochschalten erzwingen. Noch mal neu belegen und vielleicht auch einen Retarder dazuschalten auch noch mal. Macht das Fahren ein bisschen leichter. So, wunderbar. Natürlich an. So, Bremse aus, Warnblinker aus, Türchen aus, lassen die Achse schon mal runter,
Und dann werde ich mal die Plane aufmachen. Ich muss mal gucken, ob ich den Schalter belegt habe. Da gucken wir mal. Trailer Top. So, ja, so. Und auf, jawohl. Uiuiui. So. Lass mal so mal laden. So, wir haben jetzt genau 5.273 ach, jo. Oh, ist das schwer hier. Meine Güte. Oh. So ein Gewerke hier. Hey. So. Fertig. Und so schon steht er wieder da. Guck mal, ich die Lift-Achse wieder hochnehmen bei dem Gewicht. Da steht alles im vorderen Drittel drin, soweit es ging. Ja. Ich will jetzt nochmal eine Einstellung machen. Und zwar will ich nämlich mal gucken. Hochschalten. Erzwingen. Und das mit dem Retarder. Motorbremskraft. Retarderstufe. Motorbremse Joy 5. Schalter Motorbremse. Die 1 ist ja, das müsstest du sein, ne? Ja. Okay. Die Zuweisung entfernen wir mal. Dann machen wir jetzt Hochschalten vorgeben. Okay. Bei Automatik. Herunterschalten, vorgeben, bist du. So, und die Motorbremse, die machen wir, wo legen wir die hin? Ich habe, glaube ich, irgendwo noch ein Plätzchen frei. Die kleine Hupe. Gucken gleich mal. So, wie machen wir es am besten? Also Scheibenwischer. Also ich habe hier, gehe gerade so ein bisschen die Knöpfe durch. Okay. Guck mal kurz, was der hier macht. So, wir hocken uns mal rein. Ganz jetzt. Der scheint gar nichts zu machen. Dann nehmen wir den nämlich und legen uns da die Motorbremse drauf. Ich habe hier noch einen frei. Ach, das war die adaptive Geschwindigkeitsregelung. So, guck mal hier was machen. Anzeigemodus Armaturenbrett war das. Naja, das schalte ich eh woanders durch. Dann machen wir hier adaptive Geschwindigkeit. Genau, wo ist die denn? Hier. Okay, dann haben wir das wieder. Genau, dann bist du dort. Okay, dann sind wir ready to go. Okay, wir fahren los. Mama. Wo liegen wir denn überhaupt geldtechnisch? Oh Gott. Und was macht denn überhaupt Vladimir? Da gucken wir jetzt mal ganz kurz hier. Fahrermanager. Manager. Ist unterwegs im Actros Megaspace. Bist du denn? Warum bist du denn in Kassel? Warum arbeitest du denn nicht? So, Fernfahrten. So, den Profiliner hat er auch. Ah, endet in 18 Stunden nach Faro. Ja, Fernfahrten. Okay. Gut, und versuch mal ein bisschen was Wladimir einzuspielen. Das wäre ganz gut. Okay. So, wir haben Lämpchen, bevor es uns wieder einen Haufen Geld kostet. An. Ich würde sagen, nö, wir können hier rausziehen. Ich weiß jetzt nicht, was hinter der Halle kommt. Aber die Liftachse können wir echt gut machen. Dadurch verlagert sich zwar der Drehpunkt leicht nach hinten. Aber das geht schon klar. Na ja, schwerer Trafo.
das wiegt schon was hier. Da bist du locker im zweistelligen Bereich in der Tonnage. So, wir haben jetzt 8.33 Uhr. Die 3 Minütchen, die wir jetzt hier vorher schon gefahren sind, die ziehen wir mal mangels echten Kontrollgerät mal ab. Ich meine damit, die lassen wir jetzt mal großzügig links liegen. Müssen wir Vorfahrt gewähren, ne? So, auf geht's, Freunde. Ab geht die wilde Fahrt. Lass mich erstmal ein bisschen ankommen im Cockpit, dann fangen wir schon an mit der Laberei. Fensterchen sind von vorhin noch offen, weil sind hier schon noch andere Temperaturen. Drinnen ist ganz schönes Gewölk. Das sieht jetzt aber ehrlich gesagt gar nicht mal so schön aus. Also das ist eine ganz hässliche Textur, sorry, aber was ist denn hier passiert? Eieiei. Welcher Krümelkram. Ja, ist angenehmer mit dem Hochschalten erzwingen. Ich habe hier nicht irgendwie einen Wettermod oder sowas drauf, weil ich finde, dass das Spiel nicht braucht. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Das war ich schon erschrocken. Hier war ich auch. Gemüsefrisches haben wir dabei. Nach rechts ab. Dass wir uns auch gesund ernähren können. Ich weiß, ihr wollt mal die Kamera von der Driving Cam. Mir persönlich, wenn ich ein Video gucke, bringt das gar nichts, ehrlich gesagt, von jemand anders. Ich finde das überhaupt nicht nötig. Aber so. Lass mal zwischeln, ne? Das gute Stück. Ja, tanktechnisch stehen wir noch gut da. Da haben wir noch überhalb voll. 85 machen wir mal. Ja, ansonsten, was ist passiert? Ich habe diesen Intensivst-Lehrgang mitgemacht, der dann Mitte Dezember zu einer Prüfung führt. War interessant, muss ich ehrlich sagen. Also ich konnte sehr viel lernen. Viele Dinge, gerade wenn es in die Mathematik ging, waren... Naja, das liegt mir halt. War weniger anspruchsvoll, nenne ich es mal. Ihr werdet schon erfahren, worum es geht, irgendwann. Und aber ansonsten war es wirklich, konnte ich einige Dinge nochmal, was ich ohnehin schon wusste, aber gut rekapitulieren. Sie wurden teilweise auch mit etwas mehr Informationen hinterlegt, als ich schon wusste. Das war richtig gut. Und ja, ansonsten waren es nette Leute dabei, wir waren zu fünft und es war unten ganz, ganz tief in Bayern bei Füssen. Sieht fast so aus hier wie der Borchius, ne? Von was, wo der Freddy früher mal gefahren ist. War echt eine super Truppe, ging über 4 Tage intensivst Learning, also einen ganzen Tag dann jeweils. Abends war dann schönes bayerisches Bier und Sauerbraten essen, Leberkäse und so weiter. Also die Hölle für einen Veganer, der Himmel für mich. Und war echt lecker, muss man echt sagen. Also
Auch das Bier, Mekatza-Bier. Oh, lecker, 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 lecker. Hat sich also in allen Belangen gelohnt, kann man sagen. So, Volvolette. Was ist denn mal mit der Grafik-Engineer los? Guck mal, wenn sich hier, das ist aber auch erst seit dem letzten Update, ich zoome mal rein, wenn so ein LKW kommt, ja, jetzt guck mal links hier, hat der schon aufgebaut, aber wenn er weiter weg ist, die haben wahrscheinlich hier was mit Aufbau, Entfernung, Details und so weiter im Grafikspeicher gemacht. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. 80. Passieren ja hier schon ein paar Ländergrenzen. 60. Ich, by the way, ich habe hier auch mal in den Mod natürlich vom lieben Kriegbaum reingeschaut und gesehen, der hat erste Ausfahrt nehmen. Gar nichts mit den Getrieben und Motoren gemacht. Er hat wirklich nur den Sound bitte aufgezimmert. Und deswegen diese Ausfahrt. Ja, Asche über mein Haupt, dass ich da letztens ihn mit den vollkommen untauglichen Retarderstufen hier in Verbindung gebracht hat. Also da kann er wirklich nichts für. Er hat nur, ich würde nicht mal sagen, er hat den Sound besser gemacht. Er hat dem LKW überhaupt erstmal eine Seele gegeben mit einem Sound. Das vorher ist ja mehr ein Kratzen und ein Schnarren. Und da sage ich dazu, reden wir nicht drüber. Wo waren wir? Ach so, Detailgrad, was mir aufgefallen ist. Weil die bauen sich im Detail erst sehr spät aus. Auf. Und ich finde, es sieht furchtbar aus. Naja, ich glaube, da habe ich ein bisschen zu tief geschalten jetzt. 10.11. landen wir unter 1000 Umdrehungen. Eigentlich 39 kann er ja, ne? Nee, mag er nicht. Papier. Wie spricht man denn das E mit einem Doppelpünktchen oben drüber? Was für eine Polizia. Ja, jetzt weiß ich auch, warum das hier so lange dauert. 40. Ah, war die Kamera weg. Das bringt nichts. So, achso, jetzt habe ich es wieder verpasst, hier euch mal zu zeigen. Zumindest war es vorhin so. Vielleicht hat es mit der allgemeinen Detailfülle zu tun, Auslastungsspeicher. Da, noch grob, jetzt wird es feiner. Ne, bei dem, jetzt baut er noch mehr Details dazu. Kommt noch eine Stufe? Ne. Ihr habt doch nie alle Tassen im Schrank, ey, wenn man hier reinfährt. Nimm diese Ausfahrt. Also Freunde, das wird mir jetzt zu viel, weil ich achte ohnehin schon drauf, aber das ist jetzt einfach vollkommen übertrieben, als ob eine Polizei im Vorbeifahren sehen kann, ob du 5 km/h zu schnell bist. Also das ist einfach so, das ist einfach übertrieben. Will ich gerade mal mit so einem Bußgelder weg mit dem Bild. Das wird zeittechnisch hier interessant. Wir haben noch 600 Kilometer. 767 Euro. Das wird Spaß. Oh Gott, was. Guck mal oben, was kommt denn da auf uns zu? Eieiei. Geht's nochmal rein ins Gebirge? Schick gemacht, wirklich schick gemacht.
Ja, ansonsten, was gibt es für Neuigkeiten, um mal an den Kontext der YouTube-Kollegen anzuschließen, das heißt über andere berichten? Der Harry. Sag mal hier. Honig. Honig und nicht irgendwas Rotes. Bestimmt eingelegte Tomaten oder sowas. Aber zurückzukommen auf den Harry. Der ist jetzt erstmal LKWs Probe gefahren. Und fand ich süß. Hat diesen MAN Redline auch mal gefahren. Auch ein 18500er. Also es gibt, beweist jetzt erstmal, dass er auch Geschmack hat. Ne? Und komplementär von dem Auto hier, das heißt also, das ist diese Redline Edition, der LKW schwarz und sieht halt quasi, ihr müsst euch vorstellen, die Farben getauscht, auch beim Löwenkopf mit drauf, ansonsten ungefähr das gleiche Modell. Ist sicherlich vom Anschaffungspreis, wenn man kaufen möchte, die beste Wahl, aber er scheint wohl schon gut kreditwürdig zu sein und scheint auch ein gutes fortlaufendes Geschäft zu haben. Dass er sich sicher ist, dass er also laufende Kosten im Monat, die nicht unerheblich sind, wenn du ein Fahrzeug liest oder mietest, ein Neufahrzeug stemmen zu können. Gerade ein bisschen hin und weg hier von der Landschaft und also von dem Mapping. Wirklich schön. Shisha schön. Und ja, hat dann, ich glaube, den MAN dürfen wir da nicht zu ernst nehmen bei ihm. Das ist, glaube ich, so just for fun mit reingepackt, um da ein bisschen bei mir anzuschließen oder an dem, was ich hier fahre. Und aber schönen Dank für den indirekten Hinweis, mein lieber Harry. Ist eine tolle Type. Wir kennen uns mittlerweile auch ja durch WhatsApp halt ein bisschen etwas näher. Sehr hilfsbereiter Mensch. Und drück dir auf jeden Fall die Daumen, dass du für dich die richtige Wahl triffst. Und so als ehemaliger Ossi kann ich sagen, früher hat man die Wahl der Qual. Ne? Nimmst einen Trabi oder einen Lada und heute hast du halt die Qual der Wahl. Da weißt du gar nicht, weil einer toller ist als der andere. Wofür du dich entscheiden sollst. Und deswegen, ich kann das gut nachvollziehen. Ich persönlich muss ehrlich sagen, hätte ich das Geld, hätte den 500S genommen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Harry und sein Herz für den Volvo schlägt. Und es soll ja noch wohl einer kommen. Also wenn ich über die Videos von anderen berichte dann und ich sage es nicht extra dazu, dann gucke ich sie mir auch komplett an. Na, nicht nur mal reingezoomt, um was dazu sagen zu können, zu einem Detail, sondern dann gucke ich sie mir auch komplett an. Und ganz am Schluss, nach dem Actros, da war noch so ein weißer Actros, den durfte aber nicht fahren, da war wohl die Rede nochmal von noch einem, den er sich angucken will. Und da wir ja wissen, dass der Harry ein ganz, ganz großer Iveco-Fan ist, nicht, wird es vermutlich kein Iveco sein. So, jetzt haben sie gezogen, jetzt gucken wir mal drauf. 3 Euro. Wladimir, ich zähle auf dich. Ich zähle auf dich. Demnächst links abbiegen. Ja. Das ist toll, gefällt mir. Richtig schick. Biege nach links ab. Absolut authentisch. Das geben wir uns mal ein bisschen Platz raus. Ich würde schon sagen, hier gibt es eine zu einer Stadt zum Café. Aber das ist eher Quäffel, Terne, irgendwie, keine Ahnung. Ich kann es nicht aussprechen. Bin dazu zu teutonisch. Platt, einfach, tump. Ja, und der Harry. Mal gucken, was noch kommt. Ja, ich würde wahrscheinlich zu dem 500S vom, der ist vom Rico, von Rico Trans, schaut da auch mal rein, macht tolle Videos. Und ich würde dazu tendieren. Hat er in echt jetzt auch mal ein 500R oder R500 schon
warte mal, Next Generation gefahren, glaube ich, heißt das da, nicht New Generation, ich wurde ja korrigiert, auch vom Harry das letzte Mal, hat ein Fehlerchen im Video gefunden. Dazu muss ich sagen, lieber Harry, nur eins, und also Fehlerchen. Ja, also das hat schon Spaß gemacht mit dem Scania, der R500. Also ist auch so von der Verarbeitung und allem und wie du drinnen sitzt, Fahrerposition, eine andere Hausnummer als hier dieser MAN. Das, ich glaube, da besteht einfach keine Frage. Muss es sich halt leisten können. Na, und ich habe halt bei diesem MAN hier, habe ich einfach nochmal 2 Jahre Sachmängelhaftung auf Antriebsstrang und Abgasstrang, und das ist mir mehr wert, als noch schicker und besser natürlich jetzt im LKW zu sitzen, gerade wenn du halt wieder anfängst. So, jetzt mal gucken hier, lassen schon mal vorsorglich das Fenster runter. Ich gebe euch mal wieder die Kamera. Bevor jetzt hier ein Mist baue, hier unten bin ich mir nicht so sicher, mach ich es mal auf Englisch. Hallo! Oh yes, roofs for the roofs for the windows, genau. Also Dächer fürs Fenster habe ich hinten drauf. Und yes, I have die Destiny ist Sofia, Bulgaria. Yes, ja, pure transit. Yes, I like your beer here. Yes. No, I don't want to marry here. No. Okay. Yeah, just roofs. Roofs for the windows. Yep. Okay, thank you. Bye. So, das lief problemlos. Wunderbar. Du willst vorbei, ne? Du willst vorbei. Jawohl. Hier war, glaube ich, mal eine Waage drin oder sowas oder irgendwas. Ah, wahrscheinlich so ein Becken, wo die durch mussten hier zum Desinfizieren. Das kann sein, wegen irgendeiner Seuche. Wo dürfen wir denn mit den LKWs? Rechts, okay. Rechts. Machen wir das auch. Wenn wir nicht rumblöde, nicht, dass wir uns noch hier festsetzen. Wir sitzen definitiv am kürzeren Hebel. So. Keine Ahnung, was sie hier machen. Menschen sind hier nicht da. Da hockt einer vollkommen desinteressiert da drüben. So, wir dürfen. Dann machen wir das auch. Thank you. And goodbye. Slowly hier, ne? Nicht, dass wir uns noch catchen. Wegen irgendeiner Dummheit. So. Eieiei. Jetzt müssen wir in die Röntgenhalle. Uff, das scheint die hier zu sein, ne? Ja gut, wir sind Mittelmeerraum hier, ne? Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Oder war da hinten auch einer? So. Motörchen aus. Ach, ist ja genial. Das genießen wir jetzt mal. Eine Röntgenfahrt. Ja, schön. Dankeschön. Waren keine Lebensformen dazwischen. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut. Weiß ja heute nie, ne? Nicht, dass da noch ein Gürkchen irgendwie liegt. Oder ein Squirrel. Oder ein Meeresschlauchsäuger. Wer weiß. Weiß ja nie, was hier hinten drauf krabbelt. So,
nochmal. Jawohl. Demnächst rechts abbiegen. Sitzt da jemand drin? Nö, okay. Wir sind ready to go. Wunderbar. Richtig nice. Rechts ab. So. Jetzt dürfen wir endlich wieder Gas geben hier. Ja, jetzt hat man es. Mal gucken, ob man das hier nochmal sehen, wenn hier einer um die Ecke schießt. Nee. Ihr fahrt ja alle selber, ihr werdet das wissen. Ist aber auch erst. Jetzt, ich habe jetzt seit, weiß ich nicht, vor 7, 8, 9 Tagen das letzte Video gebracht und seitdem Computer jetzt auch nicht eingeschaltet. Also das ist jetzt seit dem Einschalten, seitdem kam das 1.48.5 Update für und nochmal eins hinterher. Ich weiß nicht, ob das gewertet wird, ehrlich gesagt. Da muss ich mal drauf gucken. Sehen wir das hier irgendwo? Moment, ne? Das Spiel enthält Modifikation, ist schon klar. Oh, kann ich jetzt auch nicht sehen, Leute. Zustand, so da was angezeigt, aber das. Ach ja, nee. Nee. Nö. Nö, nö. Ist ja auch egal, es ist wie es ist noch. Moment. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Gut, dass wir hinten alles blockieren. Okay, lass uns neue Route finden. Ein bisschen Grünstreifen habe ich jetzt. Ganz entspannt hier runter. Kann gleich noch lange genug hoffentlich schnell fahren. Aber ich möchte schon gerne mal hier kurz auf die Map gucken. La Mappa. Mal wieder so ein Mautwahnsinn hier gehabt. Und ja, wir hätten auch gerade geradeaus und hätte ich einfach ein bisschen durchrollen können. Naja. Okay. Wobei der Actros, also wie gesagt, Scania muss ja leisten können. Und scheinbar ist es beim Harry so, dass er da wahrscheinlich auf eine gute Auftragslage schauen kann. Weil ich schätze ihn so ein, dass er das nicht leichtfertig macht. Ja, gerade als Owner-Operator, das heißt als Selbstfahrer, ist es schön, einen schönen LKW zu fahren. Aber wenn dann irgendwelche Rechnungen drücken, die du nicht bezahlen kannst, ist es nicht mehr so schön. Ja, und deswegen trifft die richtige Entscheidung, aber da mache ich mir beim Harry keine Sorgen. Ansonsten ist der Christian ist wieder aus dem Urlaub zurück. War eine ganz interessante Folge, fand ich. Er war wohl mit einem Schlachtschiff, mit einem viel größeren Schiff als einem Schlachtschiff, quasi Größe von einem Flugzeugträger, mit der AIDA, also einem dieser riesigen Superbomber, wo dann die Menschenmassen rausfluten und in die Vorstädte oder Hafenanlagen hineinströmen, wie flüssiges Eis, das so eine Waffe runterfließt, in die Umgebung, also mit so einem. Oh, ich komme jetzt wirklich noch nicht drauf. Kreuzfahrtschiff.
unterwegs und ja, war wohl ganz schön. Vielleicht sieht man das ja auch, wenn man große Kinder hat oder Kinder, um die dich die ganze Zeit kümmern musst und die schickst du dann halt in diese Belustigungsanlagen rein. Nochmal anders, aber ihr merkt schon, es kommt ein Aber, ne? Und alles, was vom Aber kommt, ist, spreche ich jetzt nicht aus. Ja, ihr wisst genau, es ist, ich bin lieber mit dem Womo unterwegs. Aber das Schöne ist ja, und das ist auch schon wieder ein Aber, du hast ja heutzutage alle Wahlmöglichkeiten. Und jeder hat ja die Möglichkeit, den Urlaub so zu gestalten, wie er ihn für sich am besten hält. Und da ist es vollkommen ohne Interesse, ob ich das so machen würde oder anders, sondern letzten Endes muss ja jeder für sich beim Urlaub entspannen und jeder für sich und jede Lebenssituation seine Entscheidung treffen. Ja. So, was ist denn, was zeigt denn die Uhr? Die Uhr hat vorhin 8.33 Uhr gezeigt, plus 10 ist 18.33 Uhr. Ja, was ich würde hierfür jetzt noch keine 10er ziehen, weil wir schaffen es heute sowieso nicht. Aber auf jeden Fall schön, dass er wieder am Start ist. Und ansonsten war ich so mit mir selber beschäftigt, dass ich es nicht geschafft habe, die anderen zu schauen. An dieser Stelle schöne Grüße an euch alle, Micha, Hermi, Micha, so Joe. Ich mag ihn einfach in seiner Art. Und also Falco Joe Berger. Da ist ja auch einiges im Gange. Der JJ. Oh, da muss ich auch mal wieder reingucken, was mit seinem Scania los ist. Ich weiß gar nicht, ob er eine neue Folge gebracht hat. Da muss ich mal gucken. Und mit dem Grüßen kannst du dich eigentlich nur in die Nesseln setzen, falls du jemanden vergessen hast. Ja. Das ist immer das Gefährliche. Weil die Gemeinde der YouTube-Piloten ist mittlerweile so groß geworden, für mich geht das schon langsam in eine Größenordnung, wo ich die Definition so langsam, ganz langsam, unüberschaubar nutzen würde. Auch schöner Applaus kann ja vorne. Also ich mag sie ja, ich mag sie ja. Och, Harry, ich werde dich so hassen, wenn du so einen Scania nimmst. Nee, hassen nicht, um Gottes Willen. Nein, 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 nein. Nicht, dass jetzt hier Tom hasst. Harry, Riesenklick-Gebete. Obwohl, ist eigentlich ganz cool, ne? Da können wir nur gewinnen, alle dabei. Nee, aber ich werde so neidisch sein. Bin ich ja in Wahrheit auch auf dem JJ. Ja, das ist ein schöner V8 Scania. Ja, außerhalb meiner Reichweite. Schönes Ding. Aber die Wahrheit ist, es sei ihm einfach auch gegönnt. Aha. Da muss man auch für arbeiten. Von nichts kommt nichts. So, jetzt hier, da und jetzt mehr Details rein und jetzt die Spiegelung in der Scheibe. Okay, na, vielleicht muss ich mich einfach dran gewöhnen, solange es halt dem flüssigen Spielspaß Genüge tut und ich hatte jetzt hier noch keine großartigen Nachladeruckler, kann ich drüber hinwegsehen. Also, oder würde ich sogar sagen, eine gute Zwischenlösung. Na, bis sie jetzt halt wirklich dann auch. Ah, komm. Hoch, 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 hoch. Unfassbar hier. Auf jeden Fall sehr, sehr gute Zwischenlösung und ich denke mal, sie bohren ja dann so langsam auch die Prism Engine auf und wir gehen ja in ganz, ganz großen Schritten auf das Jahr 2024 zu. Und in 2024 soll es ja dann die aufgebohrte Engine geben. 84, oh, komm, 85, wir heute gönnen wir mal, 85 gönnen wir uns.
Ja, gleichzeitig hier zum DLC gab es ja jetzt auch noch das Tirzan Trailer Update für 3,99. Dachte ich, schon lange hin und her überlegt, machst du es 3,99, links, rechts, gerade, vorne, hinten, kannst es dir leisten? Ach ja, schwierig. Und dann im totalen Übermut habe ich dann zugeschlagen. Und ja, was soll ich sagen? Ich kann dazu gar nichts sagen, weil ich habe es mir noch nicht angeschaut. Ich habe es erstmal installiert, aber ich wollte es mir eigentlich, bevor wir losfahren, hoch mit dir anschauen. Habe ich aber nicht. Und deswegen mache ich irgendwann mal die Tage. Ihr habt schon gesehen, es kommen wohl auch noch so ein paar andere Features jetzt mit 1,49. Gebraucht-LKWs kann man kaufen. Finde ich ziemlich coole Option. Ne? Wir faken es uns ja immer so hin. Aber das finde ich schon ganz cool. Plus noch so ein paar andere Sachen. Fragt mich jetzt nicht was. Also ich habe jetzt wirklich... Ich gucke mal ein bisschen bei der Angela Wittke dort, welche automatisch informiert, wenn sie da in der Gruppe da wieder einen neuen Beitrag raushaut. Sie ist ja über die Jahre schon sehr engagiert dort. Was das angeht, da kann ich nur sagen, Chapeau, da so dran zu bleiben. Ist ja auch ein großer MAN-Fan. Aber da kann man sich schon immer mal so neue Informationen ziehen. Und in der Heterogenität der ganzen Community hier, du hast also wirklich ein paar Deppen dabei, du hast aber auch viele normale Leute, die sich auch normal artikulieren können. Dann hast du so richtige Blitzmerker. Und bleibt sie aber immer höflich, erklärt das wirklich gut, das Drumherum, um was es jetzt mit dem Update auf sich hat. Also ja, ist auf jeden Fall für mich eine Instanz. Und da hatte ich mal so ein bisschen nebenbei mitgelesen. Und ja, da kommen wohl jetzt so Gebrauchtrucks und einige andere Features jetzt werden wohl sukzessive mit hinzugefügt. Die sind, glaube ich, wenn ich das richtig, ich muss irgendwann mal reinschalten, auf Twitch öfters mal im Streamen, ne, unterwegs. So. An dieser Stelle Metal-Leute. Ich glaube, mit einem Dieselchen nennt er sich. Bitte links halten. Machen wir mal ein bisschen Speed raus hier. Das ist ja kein Rennwagen, ne? Nicht, dass wir dann noch auf der Seite liegen. Und ganz nah links, jawohl, gut, dass keiner links von uns war. Verdammte Axt hier, zieht hier wohl zu hier. Kollege da vorne ist sehr vorsichtig gerade gewesen. Erstmal gebremst, ne? Ist auch klar. Ja, ist gut. So, dürfen wir jetzt mal ein bisschen fahren? Das ist schön, ein bisschen Kilometer müssen wir nämlich machen. Und ja, so langsam müssen wir mal, aber ich, wenn das passt auf der Karte, würde gerade sagen, so langsam Richtung Parkplatz schauen, aber da kommt nachher eine Raststation, wie es aussieht. Also ich sehe das bei mir auf dem Sim-Dash, was ja viele von euch nutzen. Schön, dass ich da eine schöne Anregung geben konnte. Und hoch mit dir. Bitte links halten. Und da sollte dann was kommen und dann machen wir da Pause und vielleicht machen wir heute mal eine Doppelfolge. Also sprich zumindest die Auslieferung morgen noch mitnehmen. Es ist ja dann nicht mehr so viel, was vor uns liegt. 3 Stunden, 3,5. Aber wenn wir da sind an der Tankstelle, könnten es auch so 3 Stunden sein. So. Auf hier auf der Bahn. Fahrkarte nicht vergessen und zack.
Und yay, noch eine Mautstation. Ist das schön. Das ist Durchfahrt verboten. Okay, jetzt fahren sie auf Sparflamme also. Zack. Was ist denn da oben was? M-Tag. Ja, komm. Und Speed. Rechts halten, dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Wir sind kurz vorm Rasthof, sind mal abgebogen. Na gut, da hinten kommt noch ein anderer bis dahin. Oder ich. Nee. Muss mal gucken, vielleicht fahre ich irgendwo rechts ran, wenn sich die Gelegenheit ergibt und mache dann Pause. Per Control Board. Ne, den man nicht sehen können. Aber jetzt hier rechts mich hier irgendwo hinzustellen, da komme ich nie wieder raus. Weil das ist so ein abfallender Graben. Und da vorne ist aber hier. Route neu berechnen. Kann ich mich hinstellen. Ja, Truck Parking. Dann machen wir das hier. Den hier. Fahren wir mal da hoch. Na, darf ich da hoch? Jo. Um. Nummi. Nummi. Das war nur der Bordstein ein bisschen an der Reifenkante. Da machen wir uns jetzt nicht nass. So, durch hier vorne. In der Hoffnung, dass kein kühler Kollege dazu kommt. Das ist ja auch, was da dem Fahrer teilweise abverlangt wird. Mit diesen lauten Kühlern immer hinten dran. Also überall Arbeitsschutz ganz, ganz groß geschrieben. Aber was hier die LKW-Fahrer angeht, das ist eine Lärmbelästigung da hinten dran von den Kühlern, auch für die ganzen umgebenden LKWs. Also Wahnsinn, Wahnsinn. Na gut, wir machen jetzt erstmal Pause. Wir schnorcheln hier ein bisschen und sehen uns dann gleich wieder. So, einen wunderschönen guten Morgen hier mit diesem tollen Blick. Mensch, das sieht ja schick aus hier. Ich mache jetzt mal mit Absicht hin und wieder mal so richtig nichts aussagen, hässliche Thumbnails. Mal gucken, wie er drauf reagiert. Aber wir gehen jetzt erstmal zum LKW. Wir haben es jetzt, Moment, 7.02 Uhr. Ja, ich habe ein bisschen länger geschlafen. Wir stehen nicht ganz unter Zeitdruck. Dann sehen wir auch ein bisschen mehr. Und oh, ist aber auch ein schönes Thumbnail. Ah, hier, komm. Mal gucken, ob ich das Hässliche durchziehe. Und ich war jetzt, habe noch meine Morgenhygiene hier. Ich
wäre eigentlich so um, glaube ich, 5 wieder abfahrbereit gewesen, aber da war es noch richtig dunkel. Deswegen dachte ich, komm, wir warten noch ein bisschen. Und Moment, wir kontrollieren nochmal kurz die Sattelplatte, ob ein Kollege da war. Verriegelung, ne, sieht gut aus. Moment, kann ich da was einstellen? So, ja. Ne, alles gut. So, machen wir mal einen kleinen Trip drumherum. Ich war vorhin schon, das macht mir automatisch, man guckt es sich ja an. Habe jetzt halt die 5 Minuten schon die Uhr mitlaufen lassen, ne? Gehört ja auch dazu. Und dann können wir jetzt uns bereit machen. Ja, Fladi, ihr seht es oben, 425 Euro. Fladi war fleißig. Der gute Junge. Und so, Lämpchen sind an. Machen wir nochmal Scheibchen ein bisschen runter. Rechts ist alles frei, deswegen stört uns das Polizeiauto jetzt hier auch nicht. Kollege, Schrittgeschwindigkeit. Oh, solche Vollpfosten, ey. Die haben halt alle hier keine echte Fahrerqualifikation, keine richtige Fahrerausbildung. Sagen auch viele polnische Fahrer, ja, stellt uns doch an. Bloß dafür bräuchten sie erstmal die 140 Stunden Grundqualifikation. Und das ist auch wichtig, auch gerade für ökonomisches, ökologisches Fahren. Für Ladungssicherheit, die ganze LASI. Und die kriegst du ja, glaube ich, wenn du eine richtige Ausbildung machst, nochmal ganz anders vermittelt. Und es ist schon ein Unterschied, ne? 3, ich weiß nicht, wie lange macht ihr Berufskraftfahrerausbildung? 3, 3,5 Jahre gegenüber einem Monat, klar. Ne? So. Ein. Hallo. Hallo. Ah, ich habe ein bisschen rübergewunken, aber es interessiert ja keinen Menschen. Die sind noch im Morgen Routine drin, die wollen euren Kaffee genießen, aber schön gemacht, oder? Komm, sag doch mal. Das ist richtig schön gemacht hier. Hat geschaut, ob ich überhaupt in der Aufnahme bin. Was ist das hier? Ist das irgendwas Gefliestes hier? Nee, ist nicht gefliest. Das ist, ein Gitter. Mhm. Haben wir hier wieder eine Röntgenanlage, wo ich durchfahren muss? Okay, gut. Röntgenanlage, jetzt wissen wir es auch. So, und dann geht's rein nach Bulgarien. Wonderful. Dann ist jetzt auch nicht mehr so weit nach Sofia. Hallo? Hallo? Nein, kein Mensch zu Hause. So, hier lang. So, sind wir jetzt drin in diesem hochgesicherten Land. Hat ein LKW beladen hier? Oh ne, ach, die kontrollieren den. Die kontrollieren den! Schlecht. Ja, mach mal, das rechnen wir neu. Wir sind richtig. Letztens wollte ich eine. Sag gleich mal. Eine Kabeltrommel holen. Und dann war so ein junger Student, wahrscheinlich Aushilfskraft in seinem Ferien, und hat mich dann belehrt, dass wenn ich
da Strom durchlaufen lasse, na, sollte ich dann auf die Spulenwirkung achten. Und das hat dann so einen altklugen Ton gesagt, dass ich dann nicht umhin kam, ihm mal kurz eine Nachhilfestunde in Physik zu geben. Bei einer Kabeltrommel mit Wechselstrom hast du keine Spulenwirkung, ja, weil du einen hin- und rückführenden Leiter hast und diese sind miteinander verdreht. Und deswegen hebt sich dann das Magnetfeld weitestgehend auf. Also deswegen muss man da nie auf Spulenwirkung achten, zumal auch ein Eisenkern fehlt. Und deswegen ist eher weit gefährlicher bei einer Kabeltrommel die Wärmeabführung, sprich Wärmeableitung. Ja, aber das war mir eine Genugtuung in dem Moment. Also, ich hätte ja drüber hinweggeschaut, wenn er, wenn dieser altkluge Ton nicht gewesen wäre, oder dachte, er erzählt mir jetzt was Neues. Das in so einer Oberlehrerart. Ach, war schön, war schön. Das sind so diese kleinen Momente im Leben, ne? Nee, will er nicht. Will er nicht. Also wir haben doch eigentlich, oder ist das hier nicht richtig angepasst, die Drehmomentlinie? Aber wir haben eigentlich ab 930 Umdrehungen das ist fast das volle Drehmoment anliegen. Am Kreisverkehr könnte er das eigentlich machen. Bitte rechts halten. So. Rechts. Rauf auf der Bahn. Rauf auf der Bahn. Jetzt melden sich mit dem Monitor. Entschuldigung von mir. So. Gerade noch ein bisschen mit Kollege, dann zieht er einfach nach links, gerade im Rückspiegel geschaut, den linken und sieht, dass man drauf will, links auf der linken Spur alles frei, ja? Bleibt aber auf der rechten. Habe ich mir jetzt mal das rechte stärker angenommen. Also dafür, dass wir hier im Balkan unterwegs sind, ist ja auch eine riesige Region, die Balkanregion, und sehr bergig, bin ich mit einem Verbrauch von 29,3 im Schnitt, gut, das ist der Totalschnitt, aber ich hätte gedacht, dass es den deutlich weiter nach oben reißt, sehr zufrieden, wobei ich natürlich dazu sagen muss, wir fahren jetzt gerade mal mit 5,2 Tonnen rum, also quasi leer. Aber ansonsten bin ich zufrieden. Ich habe einen guten Kauf gemacht. Ich würde sagen, alles richtig gemacht. Und hat mir Björn, der Herr Dinsky, auch bestätigt. Aber das hat nochmal einen anderen Hintergrund, einen anderen Inhalt. Björn, bitte nicht, halt dich zurück. Ja? Da muss ich auch unbedingt das Video mal fertig schneiden. Aber ich bin ja schon froh, dass ich immer dazu komme, mal wieder ein Fahrvideo zu drehen. So, wartet mal. Suchen wir die rechte Spur hier. Müssen ja nicht kein Mittelspurschleicher sein. Ich glaube, ich gehe mal runter auf 80 hier. Der Kollege ist sehr, sehr schnarchig. 80, was, hallo? Noch langsamer? Ja? Soll ich stehen bleiben für dich? Oh, gute Güte. Oh, jetzt hier Laderuckler. Ach, 70 ist hier. Oh, schön, ein bisschen langsamer hier. Vorsicht. Ich würde schon sagen, nicht, dass wir gleich wieder blechen müssen, aber ich habe ja die Strafgebühren jetzt erstmal abgeschalten.
gucken. Wir haben noch 24 Kilometer vor mir. Rechts halten. Mhm. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Mach ich. I will do that. Nimm die Ausfahrt rechts. Jawohl. Biege nach rechts ab. So, den schaffen wir. Ja, Aufnahme läuft auch flüssig mit, schon wieder vergessen zu kontrollieren. Aber das sieht ganz gut aus. So, 2 Kilometer noch. Hi, erster Aufenthalt in Sofia. Schön. Ich überlege gerade, ob ich im echten Leben schon mal in Sofia war. Ich glaube aber nicht, in Belgrad war das. Das war Serbien. Sofia, Bulgarien. Bulgarien, war ich an sich schon mal in Bulgarien? Ja, im Mutterleib war ich in Bulgarien damals. Meine Eltern sind da nach Bulgarien gefahren, ans Schwarze Meer. Mein Papa ist noch nach so einer Muschel getaucht und hatte die hochgeholt. Wir waren total begeistert vom Schwarzen Meer. Es waren noch Ostblock-Zeiten. Nee, da war ich im Mutterleib dabei auf dieser langen Fahrt. Runter sind im, glaube ich, im Auto, Wohnwagen, nee, Wohnwagen hatten die nicht hinten dran, aber Auto, sind so runtergefahren, zu zweit mit zwei Autos halt, also zwei Pärchen. Ja, aber jetzt hier ich selber, nee, noch nicht. Nee, nee. Demnächst links abbiegen. Mhm. Biege nach links ab. Ja, oh, guck mal hier, können wir uns gleich einen Snack holen. Ein bisschen snacken. Mal gucken, was hier gibt. Ja, mal gucken. Wir werden schon was finden. Jetzt werden wir erstmal Geld verdienen. Ah ja, ich habe das letzte Mal eingestellt. So, wo ist die Ladung stehen haben? Na klar, haben wir so. Ja, och, das ist doch gut. Vielleicht dürfen wir auch gleich was mitnehmen. Ich habe noch keine Ahnung jetzt, wie die Woche weitergeht, ehrlich gesagt. Das könnten wir vielleicht gleich noch zusammen machen, wenn ihr wollt. Ansonsten klickt halt weiter. Ja. I'm an independent woman. Nee. Ich habe schon wieder Quasselwasser. Ich habe diesmal kein Chantre, kein Dings drin. Ganz normalen Kaffee, ganz normal, kein Alkohol. Wollen wir mal gucken, wie das Lenkrad hier steht. Moment, jetzt bin ich hier durcheinander. Ein Blick nach vorne hilft dann. Boah, jetzt knicken wir mal schon ein hier. Langsam Füll kriegen. So. Wir stellen uns vor, ich hätte die Türen vorher aufgemacht, ja? So, wir stehen gerade. So, gucken, habe ich jetzt einen Rückwärtsgang? Nee, neutral, alles gut. Ich mache ja weg. So, dann gucken wir mal. So, schön steht. Ehrlich gesagt, Freunde, genieße ich das gerade total, mit so einem Anführungsstrichen einfachen LKW unterwegs zu sein. Wobei so ein Lions Pro, das ist auch schon von vielen Fahrern, glaube ich, mich mal aus dem Fenster lehnen zu dürfen, schon auch ein
ein gewolltes, ich würde jetzt nicht sagen Traumauto, aber durchaus ein erstrebenswertes Objekt gewesen ist, damals zu seiner Zeit, 2018, 2019, wie die kamen. Das waren ja immer so die End-Editions dann von MAN. Und ich mag ihn und ich genieße das gerade, mit so einem nicht aufgedonnerten Fahrzeug unterwegs zu sein, sondern mit so einem Auto, wie du es halt auf der Straße auch siehst, wie sie halt auch wirtschaftlich sind, ne? Und ja, reicht auch, macht mir persönlich auch viel Spaß. So, dann lass mal die Jungs mal entladen, ne? Nicht, dass noch zu spät wird und ich dann eine Zeitstrafe reinkriege. 1283 Euro, Leute, wir wären unfassbar reich, wenn wir so weitermachen. So, gucken wir mal, was es hier gibt. Wollen wir mal nach España, eine richtig weite Tour nach die España. Ich meine, wir sind in der Dienstage. Und dann 41 Stunden, 4 Stunden, ja, wäre fast möglich, ne? Dann könnten wir hier, ja, schön wieder durch zurück. Mhm. Merken wir uns mal, 15 Tonnen Essig. Essig, Leute. Essig. So, fettversiegelte Lager. Die Beschreibung ist auch geil. Also Rollenlager, Kugellager hätte es auch getan. Fettversiegelte Lager finde ich gut. Oh, Zucker. Da können wir nicht verhungern. Ja? Nur die Zähne wegfaulen. So, also Zucker, merkt man es mal. Das ist eine schöne Tour, weil wir hier schön das ganze Gedingenskirch hier mitnehmen können. Das wäre eigentlich mein Favorite. 22 Tonnen, da können wir mal gucken, was da einmal hin kann, gerade auch in den Bergen hier. Dann haben wir Ungarn, dann haben wir hier noch eine schöne Tour, Reifen. Ich würde den Zucker vorziehen. Wir machen den Zucker. Wir kriegen hier 1,79, ja, fast realistischer Preis, vielleicht nicht hier unten, vielleicht hier unten weit weg von der Realität, weiß ich nicht. Irgendwie muss man auch einen Diesel bezahlen, ne? Man muss relativ zeitig da sein, dann mussten das da sein, Mittwoch. 14 Stunden, wir haben heute Dienstag. 14 Stunden, dann muss ja durchfahren, ohne Pause. Das ist, glaube ich, warte mal, also, das ist eine Fahrzeit von 14 Stunden. Fahrzeit 14 Stunden, der Zucker. Mittwochabend. Das heißt, ich kann ja jetzt locker nochmal logge. Jetzt haben wir 3. Wenn ich eine 10er ziehe, können wir nochmal 8 Stunden fahren. Ihr wisst, eine Stunde, ne? Pause ziehe ich mal hier oben auf. So, da können wir 7 Stunden heute noch fahren. Dann haben wir morgen nochmal. Das machen wir dann 7 Stunden, 17 Uhr. Sagen wir mal 11 Uhr können wir los. Ich mache vorne noch einen kleinen Schnack. Also Snack. 11 Uhr kommen wir los. Plus 7 ist 18 Uhr. Ist Pause. Also große. Ja, passt, ne? Plus 7, 3 sind wir schon. 10, 11, 8 könnte ich nochmal, also 19, ja, 19 Uhr. Und Päuschen, dann sind. Jo, das schaffen wir. Das schaffen wir. Wir nehmen den Zucker. Zack. Jetzt lassen wir gleich aufladen. Jo, Liftachse hat auch gleich runtergemacht. Machen wir Pause, weil ich halt hier mein Dings ein bisschen anpassen muss. Die Schaltung. Jo. Jo, sieht gut aus, ne? Dann wissen wir ja, was in der nächsten Folge kommt, Freunde. Schön, dass ihr dabei wart, weil ich werde jetzt hier, ich lasse jetzt hier nochmal vorne ein bisschen stehen, weil die beladen ja jetzt, wir sind zwar beladen, aber halt, um das so ein bisschen mit zu simulieren. Ach, guck mal, hier ist ein Auflieger. Und holen wir einen kleinen Snack. Und dann, wenn die beladen sind, wenn es beladen ist, dann fahren wir weiter. Schönes Ding hier eigentlich, ne? Vom Auflieger her, für besonders schwere, kurze Auflieger. Ja, in diesem Sinne, gehabt euch wohl. Ihr wisst, in Freddys Manier, Däumchen wären Träumchen. Und Support ist kein Mord. Und wie kann ich denn noch um Klicks und um Däumchen betteln und mich erniedrigen? Ja, ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir essen hier zusammen eine Wurst. Und nein, in diesem Sinne,
Bis zum nächsten Mal, euer Tom. Ciao.